So, weiter geht's. Mit Ermic HTS. Ich fange diesmal direkt an. Holy shit. Komm, komm. Ach, Mist. Bin zu kurz gesprungen. Zack. Komm ich auf den Mond? Schade. Oh shit, das war knapp. Ach man. Ist jetzt cool gewesen. Wenn ich hätte drüber springen können. Okay, das ist weit. Das ist sogar sehr weit, dass ich vielleicht darüber kommen könnte. Aber das bringt mir im Endeffekt nichts, weil das Ziel ist. Aber ich werde es trotzdem mal probieren nächste Runde. Zack. Was war das denn bitte? Hä? Ich wurde einfach komplett abgebremst. Und das war leider auch nichts. Mein Abkürzungsversuch. Gut zu wissen, dass der... Ja, das ist kein Mond. Was soll das darstellen? Keine Ahnung. Eine Kollisionsbox hat. Dann mal... Ich sehe gerade das da unten. Das ist gar nicht mal so weit entfernt, oder? Ein bisschen Beschleunigung und das könnte was werden, oder? Okay. Jetzt habe ich mir fast sogar gedacht, dass da was eingebaut ist, um das zu verhindern. Man wird einfach auf den Boost-Streifen abgesetzt. Oh nein, ich hab's. Man scheint nicht wegteleportiert zu werden. Oh, warte, ich bin hier. Kann ich mich auch noch ein bisschen weiter hochschmuggeln? Tatsächlich. Ich schmuggle mich mal wieder hoch, falls das geht. Okay, das sollte mir aber reichen. Zack. Nee, man wird abgefangen. Ich versuch's natürlich nochmal, aber. Nee, ich glaube, es funktioniert nicht. Wo ist das da unten kurz vom Ziel? Okay, dann merke ich es mir für nächste Runde nochmal. Au. Direkt erst auf einmal. Da komme ich auch da runter. Okay, warte, jetzt bin ich direkt hier gelandet. Ja, das ist doch hier. Nein, 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 nein. Ach, schade. Ja, es funktioniert nicht. Na gut. Das war jetzt nicht so besonders, aber es war schon, glaube ich, ein bisschen was Lustiges dabei. So, jetzt geht's mit den Retro-Strecken weiter. Die sollten von den Abkürzungen jetzt nicht so besonders sein, weil man die Strecken ja schon kennt. Au. Zack. Gut, ich kann immer da oben lang fahren irgendwie. Warum auch immer. Ab. Und das war's. So, die Punkte sind leider zurückgesetzt, weil ich aus Versehen die falsche Strecke gestartet habe. Also eine Strecke, die ich schon gemacht habe. Ich werde mal sehen, wie ich das zusammenschneide oder ob ich das überhaupt zusammenschneide, keine Ahnung. Und ob es einfach so lass, wie es ist. Hier kommen wir noch hundertprozentig rüber. Das muss ich mal probieren. Am besten jetzt, oder? Nein, nein, ach.
Dann halt nächste Runde. Ich find's lustig, wie der Spiny Speeder sich, wenn er getroffen wird, so in den Boden begibt. Was halt daran liegt, weil er fliegt im Spiel. Ah, was war das denn? Gar nichts, würde ich mal sagen. Ne, ist nicht möglich. Das ist tatsächlich nicht möglich. Egal, nächste Strecke. Und zwar den Peach Beach. Ich glaube, hier gibt es auch keine gute Abkürzung oder so. Ich weiß es aber nicht. Okay, das ist ziemlich cool. Da habe ich vielleicht sogar eine Idee, aber ich glaube nicht, dass die funktioniert. Warte mal, schon mal ein gut besseres Item. Das ist, was ich wollte. Ich habe noch eine Idee gerade bekommen. Okay, also da mache ich die direkt auch. Ah, schade. Okay. Probier es mal so, wie ich die Idee direkt hatte. Und zwar von hier. Ne, ist nicht möglich. Aber jetzt probiere ich mal eine andere Idee. Muss ich aber aufpassen. Also ich fahre von hier. Nein, ich habe den Driftboost nicht bekommen. Ich will mir noch ein Item. Ich will das unbedingt noch schaffen. Das Rennen wird ja beendet, wenn ich nicht ins Ziel komme. Warum habe ich den Driftbus eingesetzt? Oh, Mann. Ich häng's vielleicht noch am Ende ran oder so. Oder füg's jetzt ein, keine Ahnung. So, jetzt der Marius Pistol Reskin. Hier sollte es auch nicht viel geben, was coole Sprünge angeht. Zumindest ist mir spontan jetzt nichts bewusst, außer vielleicht diese Brücke. Doch, damit kann man einiges machen. Schauen wir mal ein Item von da vorne. Das ist bestimmt wieder nur Trash, oder? Ja, yep, ist noch Trash. Genau das wollte ich. So, wenn ich jetzt von hier fahre, Anlauf nehme und springe, da komme ich da hin, aber da gibt es keine Kollision, von daher kann ich dort nicht landen. Jetzt probiere ich es auf der anderen Seite, wenn ich das passende Item bekomme, und ich bekomme es. Ich bin zu weit gesprungen. Ah, belastend. Aber ich denke mal, hier gibt es auch keine Kollision, ja, wie ich es mir gedacht habe. Autsch. Ja gut, ich verstrecke jetzt noch zu Ende. Ich glaube, es gibt hier nichts mehr. Gut, ich kann jetzt nochmal von der Seite ranspringen. Ist aber auch wieder das Gleiche. Keine Kollision. Und deswegen auch kein Fahrboden für mich. Ach ja, das gibt's nicht. Ja gut. So geht's auch. Das ist so eine flache Strecke. Hier sollte es eigentlich nichts geben, was ich irgendwie nutzen kann. Für meine Zwecke. Okay, ein Bullet Bill. Was will ich damit? Ach, müsste ich die einsetzen sollen. Ich wollte ihn gerade einsetzen, aber es war zu spät. Ja gut, ich fahre einfach schnell die Strecke zu Ende. Ich glaube, hier gibt es nichts. So, ich bin gerade da drüber gefahren. Stop. Das
So, noch die letzte Runde und dann geht's auch schon zur nächsten Strecke. Das gibt's nicht, Junge. Ich werde diesmal ausgewischt, aber dann kam so ein scheiß Item in den Weg. Aber egal. Nächste Strecke, los, los, los. Und zwar der Riverside Park. Hier könnte ich vielleicht was machen, weil die Strecke ein bisschen was bietet. Ah, ich hätte in die andere Richtung springen sollen, egal. Okay, damit hat der Ersteller gerechnet. Damit auch. Ja, groß was zu springen gibt's jetzt nicht mehr, oder? Außer ganz am Ende. Aber wohin kann ich mal springen? Ja gut, das kann man auch im normalen Hubraum machen. Von daher ist es gesperrt. Ja. Ach, schade. Ja gut, die Strecke lässt mich nicht so außerhalb gehen. Ich guck mal hier hinter. Die Strecke ist gemein zu mir. Was ist denn da eigentlich hier, diese Stelle? Was soll das? Etwas will ich noch probieren. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ja gut. Es hätte sowieso nicht funktioniert. Ich mache jetzt noch kurz die Strecke, aber warte mal, ich habe das vorhin schon reingeschnitten. Dann tschüss.